Willkommen zurück. So, wir sind mitten in einer Quest stehen geblieben. Ja, ja. Ach ja, ich soll. Ja, meine Tochter. Hey. Wie kann ich euch helfen? Ich bin nicht deine Tochter. Hopp. Los. Oh, 5 Jahre später. Wo ist Lydia? Weg. Es ist gleich hier oben. Seid vorsichtig. Wir werden dort drinnen bestimmt weitere Erwachte finden. Mhm. Noch mehr Erwachte? Erwachte! Kurzer Prozess. Ist das Spiel so leise oder kommst du mir nur so vor? Diese Bibliothek war einst mit arkanen Werken gefüllt. Seht sie euch jetzt an. Fast alles ist verbrannt. Ich hoffe, das Buch, das wir brauchen, ist unbeschädigt. Meine Nase läuft wieder. Irgendwie kommt das Spiel auf einmal so leise vor. Ich überprüfe das mal. Wusste ich doch, dass irgendwie die Lautstärke verrutscht ist. Das Spiel war ja auf einmal viel leiser. Ich hatte keine Kontrolle mehr über die Lautstärke des ganzen Systems. Wir dürfen uns nicht aufhalten. Das klingt doch, wir sind die Besser. So. Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die Informationen finden, die ich benötige. Ja, was soll das? Wir suchen nach einem Buch mit alchemistischen Rezepten und dem Titel Die Traumreise. Auf dem Einband befindet sich das Abbild Verminas. Es müsste hier irgendwo sein. Mhm. Wenn ihr die Regale beim Balkon sucht, schaue ich unten nach. Ist schon recht. Band Zornso, Biografie des Barentia. Hier ist nix. Ganz viele Bücher. Einfach nur eine Truhe. Sag mal, boah, wie schnell ist denn... Der Tetris ist auch richtig schnell. Ha. Blam. Eine Axt, da ist ein Buch, so ein normales Buch. Noch ein verbranntes Buch. Ja, meine Tochter, wie kann ich euch helfen? Wir sollten ja oben gucken, hat er ja gesagt. Deswegen gucken wir mal oben. Was hat er gerade gesagt? Ah, das sieht doch gut aus.
Nehmen wir es mit. Ja, meine Tochter, wie kann ich euch helfen? Ich hab's gefunden. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Kannst du aber schnell lesen. Mara sei gepriesen. Es gibt einen Weg durch die Barriere ins Allerheiligste. Dazu gehört ein Rezept für eine Flüssigkeit, die als Verminas Torpor bekannt ist. Ist das ein Zaubertrank? Ja, der Torpor verleiht eine Fähigkeit, die die Priester von Vermina Traumreise genannt haben. Man benutzt Träume, um in der realen Welt Entfernungen zu überwinden. Aha, das ist unmöglich. Ich versichere euch, die Traumreise ist in der verminischen Überlieferung wohlbekannt. Ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Ich schon, in Eso. Vor näher zu langer Zeit. Ich bin also euer Versuchskaninchen. Als Priester von Mara hat der Trank keine Wirkung auf mich. Der Torpor funktioniert nur bei Priestern von Vermina oder Ungläubigen. Vergiss es, das könnte mich töten. Nein, meine Forschungsarbeiten deuten in eine entgegengesetzte Richtung. Genau diese Flüssigkeit haben die Priester getrunken. Es stellt sich nur die Frage, ob euch die Traumreise gewährt wird. Das Schlimmste, was ihr ansonsten erwarten könntet, wäre ein übler Nachgeschmack. Ich schwöre bei Lady Mara, dass ich euch niemals zu Schaden kommen lassen würde. Wisst ihr, wo ich den Torpor finden kann? Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Dort müssten wir eine Probe finden. Okay. Das Labor grenzt an die Bibliothek an. Ich hoffe, wir finden noch eine intakte Probe des Torpors. Ja, dann mal los. Tatsächlich, meine Fackel ist weg. Die hat sich nämlich aufgelöst. Jetzt habe ich wieder gar keine. Och, das ist doch doof. Lalalala. Da steht doch bestimmt wieder einer auf. Ja. Wir kämpfen bis zum letzten. Was ist das für ein Hechtsprung? Ich glaube, es ist 5 Meter Entfernung, habe ich gerade den Crit gemacht. Jetzt, hey! Da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Ja, ist ja gut. Ja, wie weiß ich, wie er aussieht. Sich in einer kleinen Flasche befinden und wie ein Trank aussehen. Ich habe keinen Bock. Ich werde hier mit der Suche beginnen. Ja, mach mal. Der Torpor müsste in einer großen Flasche mit dunkler Flüssigkeit sein. Bringt sie mir, wenn ihr... findet. Das Gelaber geht mir irgendwie im Arsch vorbei gerade. Du suchst ja doch nicht. Hey, cool. Manni Marco, König der Würmer. Das ist ein Buch, das direkt bei ESO im Endeffekt spielt. Heilige Insel Arteium, in des Rosenlichts schimmert durch Blumen über Türme hin wehen Linde sanfte Brisen.
senkte sich zum wilden Meer. Warum lese ich das eigentlich vor hier? Galerion besaß ein gutes Herz und einen frohen Mut. Stellte man die Marke unter dem irgendwas Turm und sprach, du missbrauchst die Kraft mit bösen Machenschaften. Wurm. Müsste doch irgendwas von Molag Bal noch stehen. Lülülülü. Galerion. War das Vanus Galerion? Den kenne ich irgendwo. Den war nämlich auch dort. Der stand doch gerade, ne? Vanus Galerion da unten. Cool. Vanus Galerion, von dem die Heldenlieder sagen, verließ die Psychix und er brachte die Magie ins Land. Er sah die Wunden zugefügt von Manimakos Hand in Tamriels Wüsten, Wäldern, Bergen, Tälern, Meeren und Städten. Vor seinem dunklen Würgegriff konnten sich niemand retten. Verwünschte Artefakte wurden ihm herbeigetragen. Magier und Hexen konnte er für seine Sache werben. Sie schleppten Öl zu seiner Höhle, blutverschmierte Kraut, das süße Akaviri-Gift, Staub, Knochen, Menschenhaut, Giftpilze, Wurzeln und dergleichen, mehr verfluchte Schätze. König der Würmer, Manimago, konnte nicht mehr sterben. Ach, der ist auch noch unsterblich gewesen, der Typ. Interessant. Ja gut, der hat ja aber auch einen Pakt geschlossen. Das Buch ist ganz schön groß. Ich überfliege das im Endeffekt gerade. Kein Wort von Ankern. Interessant. Das haben sie vertuscht. Kein Wort in Geschichtsbüchern. Nee. Was soll das werden? Ja, und da Licht hier rumlaufen ist ein bisschen... Seht ihr jetzt nämlich mal mit, weil wir brauchen es ja irgendwann mal. So viel habe ich gelernt. So, das Zeug nehme ich gleich mit. Na gut, das nehme ich jetzt mit. Kommt doch eh wieder runter. Ja, meine Tochter, wie kann ich euch helfen? Ich habe den Tauber gefunden. Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Bis hierhin habe ich uns gebracht, aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Oh Gott, hier, jetzt? Das Schicksal von Dämmerstern liegt in dieser winzigen Flasche. Je länger wir warten, desto mehr Schaden kann Vermina diesen armen Leuten zufügen. Ich verstehe euer Zögern, aber ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Jo, trinken wir's. Machen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Ist das direkt hier, oder? Ja. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Wir müssen durchhalten. Der Schädel darf ihnen nicht in die Hände fallen. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Kasimir?
Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen?